Hallo, wir sind das Berliner Stadtplanungsbüro TSBA und haben gemeinsam mit dem niederländischen Landschaftsarchitekturbüro B+B einen Plan entwickelt für den Blankenburger Süden im Auftrag des Berliner Senats. Wenn man als Planer anfängt zu arbeiten, kann man sich natürlich hinsetzen und direkt einen technischen Plan machen. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht, denn wir wollten hier etwas anderes. Die Frage, die im Mittelpunkt steht, ist natürlich, wie wollen wir in Zukunft leben? Wie soll der Berliner Norden, der Blankenburger Süden, in Zukunft für die existierenden und für die neuen Bewohner aussehen? Das haben wir diskutiert mit Experten, mit Anwohnern, mit dem Senat untereinander. Und dabei ist schnell einiges deutlich geworden. Zum einen, das Wichtigste ist, dass die Natur vorgeht. Denn es ist jetzt schon ein grüner Raum, es gibt dort viel Natur, die Leute erholen sich dort. Und natürlich sollen Wohnungen dazukommen, aber das Wichtigste ist, dass die Grünräume so weit wie möglich erhalten werden und noch an Qualität zunehmen. Und diese Grünräume sollen nicht nur einfach grün sein, sondern sie erfüllen auch eine wichtige Funktion. Denn dieser Stadtteil soll auch Klimawandelresilienz aufbauen. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir reagieren auf die Veränderungen, die zu erwarten sind. Wir wissen, es wird heißer in Berlin. Wir wissen, es wird trockener in Berlin und natürlich auch in Brandenburg. Aber da kann man einiges gegen tun, sodass dieser Stadtteil kühl bleibt, dass es dort feucht genug ist für die Pflanzen und Tiere und dass es zu einer Art grünen Lunge auch für den Berliner Norden wird. Und natürlich ist Verkehr auch ein Riesenthema. Es gibt jetzt dort viel Stau, es gibt einige Probleme. Und diese Entwicklung des Stadtteils soll dazu beitragen, dass diese Probleme nicht nur gelöst werden, sondern auch neue Angebote entstehen. Natürlich sollen die Pkw-Staus aufgelöst werden, aber insbesondere soll einiges dazukommen, neue Angebote für Fahrradfahrer und insbesondere natürlich auch neue öffentliche Verkehrsmittel. Was uns im Blankenburger Süden besonders aufgefallen ist, ist, dass dort einen hohen Zusammenhalt, eine hohe Gemeinschaft gibt. Und darauf wollen wir ganz gerne aufbauen und Angebote schaffen, die Gemeinschaft fördern. Wie zum Beispiel Gemeinschaftsgärten, lokale Veranstaltungen, lokale Arbeitsplätze, aber auch Bildungsangebote. Ein anderer Aspekt, der uns aufgefallen ist, ist, dass es im Blankenburger Süden eine hohe Diversität gibt. Es gibt unterschiedliche Gebäude, verschiedene Naturräume mit unterschiedlichen Atmosphären. Und darauf wollen wir eben auch gerne aufbauen und Vielfalt ermöglichen für eine bunte Stadtgesellschaft, die im Blankenburger Süden ihre Heimat findet. Da wir nicht wissen, wie sich unser Leben verändert im Jahre 2050, ist es uns wichtig, anpassungsfähige und flexible Räume zu schaffen, sodass wir darüber auf zukünftige Bedürfnisse eingehen können, aber auch Raum für Experimente lassen können. Genau, und diese einzelnen Themen, die hier an der Wand aufgepinnt sind, mit den einzelnen Aktionen und Instrumenten, die man in diesen kleinen, bunten Kreisen hier sehen kann, all das zusammen ergibt dann unsere Vision von dem Blankenburger Süden, ein bunter Stadtteil, der lebendig ist, der für alle da ist, der von Natur durchgrünt ist und der ein gesunder, neuer Stadtteil von und für Berlin wird. Berlin steht ja momentan unter einem hohen Druck, denn monatlich kommen 15.000 Leute in die Stadt. Und deshalb hat der Berliner Senat Entwicklungsflächen ausgewiesen, um 135.000 neue Wohnungen zu errichten. Dazu gehört eben auch der Blankenburger Süden. Auch bei den Nachbarn in Weißensee und in Pankow ist momentan ein hohes Wachstum zu verzeichnen. Es werden viele Wohngebäude errichtet, um diesen Druck standzuhalten. Deshalb verstehen wir den Blankenburger Süden als einen naturnahen Stadtteil mit urbanem Charakter. Am Beginn des Prozesses haben wir uns den Bestand angeschaut, um auf bestehende Qualitäten auch aufbauen zu können. So haben wir uns die landschaftlichen Strukturen angeschaut, die bestehenden Naturräume, aber auch geschaut, welche Räume müssen verbessert werden oder an welche können angebunden werden. Die Struktur der historischen Rieselfelder war für uns Anlass, dieses Maß von 100 auf 100 Meter zu nutzen, um den Blankenburger Block zu entwickeln. Wir haben uns des Weiteren das bestehende Wassernetz angeschaut, da wir ja auch Klimaresilienz herstellen wollen und damit eben das Wasser eine ganz wichtige Rolle spielt.
Beim Anschauen der vorhandenen Bebauung ist uns deutlich geworden, dass im Blankenburger Süden schon ganz viel Diversität vorhanden ist, was wir für unseren eigenen Entwurf für den Blankenburger Süden sehr spannend fanden. Es gibt vor Ort alle Arten von Bebauungstypologien wie großmaßstäbliche Wohngebäude mit 7-8 Geschossen, aber auch kleine Einfamilienhäuser. Darüber hinaus haben wir Gebäude gefunden, die reine Nutzung beinhalten, wie natürlich reines Wohnen, aber auch Gebäude, die Mischnutzungen, also Wohnen mit einem Shop oder auch mit Gewerbe verbunden haben. Durch unsere Beobachtung sind wir schnell auf den Blankenburger Block gekommen. Eine Neuinterpretation des Berliner Blocks, der sich durch einige spezielle Charakteristika auszeichnet. Zum einen ist der Block viel kleiner als der normale Berliner Block, etwa 100 Meter lang. Das ergibt sich aus der Struktur der ehemaligen Rieselfelder. Das heißt, er ist sehr einfach zu Fuß zu erschließen. Zudem haben wir den Block geöffnet. Das heißt, man kann auf dem Fahrrad oder zu Fuß auch leicht durch die Hinterhöfe gehen, Abkürzung nehmen. In diesen Hinterhöfen können auch zusätzliche Nutzungen untergebracht werden, zum Beispiel Gemeinschaftsräume. Diese Blockstruktur erlaubt es, relativ dicht zu bauen. An einzelnen Punkten kann auch in die Höhe gegangen werden. Dadurch entsteht ein ganz diverses Stadtviertel und insbesondere ist es möglich, mehr von der Natur zu erhalten. Denn umso dichter wir an einigen Stellen bauen, umso mehr können wir Grünräume an anderen Stellen erhalten. Diese Grünräume sind natürlich für die Menschen da als Erholungsgebiete, aber auch für die Tiere und für die Pflanzen, sodass dass der Stadtteil auch ökologisch Sinn macht. Ganz wichtig bezüglich auf die Ökologie ist natürlich auch das Wasser. Regenwasser wird auf den Dächern gesammelt und zusammengeführt und kann dann wiederverwertet werden, zum Beispiel um die Pflanzen zu bewässern. All das ergibt einen Stadtteil, wo die Menschen, die zukünftigen Wohner, einerseits Stadt erleben können, aber genauso dicht am Grün dran sind. Eine große Herausforderung beim Mobilitätskonzept bestand für uns darin, es anpassungsfähig für zukünftige Mobilitätsformen zu machen. Wie wir wissen, ist das Gebiet stark verkehrsbelastet. Umso sensibler mussten wir mit den Anschlusspunkten im Norden, Westen und Süden des Gebietes umgehen. Auch um auch eine Verkehrsentlastung im Gebiet zu verwirklichen, haben wir meanderförmige Wohnstraßen im Gebiet vorgesehen. Ein weitaus dichteres Netz aus Wohnwegen, auf dem Fußgänger, Radfahrer, aber auch die Feuerwehr oder Lieferverkehr fahren kann, schafft auch eine gute Anschlussmöglichkeit in die bestehende Umgebung. Für uns war es auch wichtig, ein relativ autofreies Quartier zu entwickeln. Dafür braucht es eben vor allem eine gute ÖPNV-Verbindung. So schließt die neue Tramtrasse im Norden an die S-Bahn Berlin-Blankenburg an und ein weiteres Busroutennetz im Gebiet schafft mit den Quartiersgaragen, die sich am Rande des Gebietes ansiedeln, ein Konzept für autofreies Wohnen und Arbeiten. Auch die Logistik haben wir in die Zukunft gedacht. So kann zum Beispiel der verkehrsberuhigte Tramboulevard später zu einer Logistikstrecke auf Schienen werden oder auch das Tramdepot kann sich später zu einem größeren Logistikzentrum im Gebiet entwickeln. Ein weiteres wichtiges Konzept sind die Mobilitätshubs in dem Gebiet. Ein Mobilitätshub beinhaltet eben die Quartiersgarage, ist im Rücken des Zentrums angesiedelt. Weiterhin hat er Ladestationen für Autos oder auch Fahrräder vorgesehen, aber auch Werkstätten oder Cafés. Und dieser wird ergänzt im Gebiet durch weitere Mobilitätsstationen und kleinere Mobilitätspunkte. Die Blankenburger Landschaft ist wunderschön und wir haben diese Landschaft als Ausgangspunkt genommen für unseren Entwurf. Also die Offenheit der Malchow-Auen-Landschaft, das Panketal, die Stadtoase, die Kleingärten sind, die bestehenden Baumreihen, alles ist eigentlich mitgenommen als Startpunkt für unseren Entwurf für das neue Blankenburg des 22. Jahrhunderts. Wir schaffen ein starkes Netzwerk von Grünverbindungen. Das besteht aus einem vielfältigen System von grünen Linien und Zonen. Und so schaffen wir eine robuste Stadtnatur. Neue Baumalleen in Ost-West-Richtung schaffen Umwelt- und Erholungskorridore. Blühende Baumalleen in Nord-Süd-Richtung verleihen der Nachbarschaft saisonale Abwechslung. Grüne Zonen umgeben alle Stadtteile. Diese Zonen sind naturgeprägte Verbindungen zwischen den neuen und den bestehenden Stadtteilen. Sie können zu Erholungszwecken genutzt werden, spielen aber auch eine sehr wichtige Rolle bei ökologischen Zusammenhängen. An der Ostseite des Gebietes planen wir einen Klimakorridor, der das Stadtgebiet Richtung Blankenburg und Heinersdorf mit Kaltluft versorgt und Freizeitangebote für die Nachbarschaft schafft. Diese unbebaute Zone sorgt für einen natürlichen Luftstrom ins Zentrum Berlins und übertrifft die Bedürfnisse der Nachbarschaft.
Das bestehende Wassersystem des Blanketals und der Fließgräben bildet die Grundlage für das neue, nachhaltige Wassersystem vom Blankenburger Süden. Die Nachbarschaften werden so grün wie möglich gestaltet. Grüne Straßenränder entlang der Straßen und Wadis für zusätzlichen Wasserspeicher. Diese Wadis infiltrieren nach Möglichkeit entlang von Straßen, aber können auch wegen eines Regensturms in die Parkzonen abfließen. So garantieren wir Pufferung und Versickerungen von Regenwasser zur Entlastung des Abwassersystems. Eins der vielen Beispiele ist der Entwurf der Gewerbezone. Dort läuft eine blau-grüne Ader, die sowohl ein Nachbarschaftspark ist, als auch wasserpuffert, festhält und lokal infiltriert. Auch der Tramboulevard ist mehr als nur eine grüne zentrale Achse, die Nord und Süd miteinander verbindet. Sie puffert obendrein Regenwasser. Eine dieser besonderen Zonen ist der Klimakorridor im Osten des Gebietes. Eine 80 Meter breite Parkzone, die die umliegenden Stadtteile von Kaltluft versorgt und alt und neu miteinander verknüpft. Um dem Druck, dem Wachstumsdruck von Berlin gerecht zu werden, war die Hauptaufgabe im Blankenburger Süden 6.000 Wohnungen zu planen. 10.000 neue Bewohner benötigen natürlich auch Infrastruktur, kulturelle Angebote, Kitas, Schulen oder gemeinwohlorientierte Nutzung. Bei der Lage der Schulen war uns wichtig, dass die Anbindung an das öffentliche Netz gewährleistet ist und dass es eben über die Schulen ein Zentrum kreiert wird, was auch zu einem Attraktionspunkt wird. Mit der Realisierung dieser drei Schulen werden die Lücken der bestehenden Bedarfe geschlossen. Alle Quartiere haben eine hohe Nutzungsmischung mit Kitas, gemeinwohlorientierten Nutzungen, Gewerbeinseln, Mischwohnen und reinem Wohnen. Für die Blöcke haben wir in Abhängigkeit ihrer Lage Bebauungskategorien festgelegt. Diese definieren Dichte, Nutzungsmischung und Anzahl der Durchwegungen. Über die Bebauungsregeln sollen Qualitäten gesichert werden, aber auch Atmosphären und Identitäten kreiert werden. Beispielsweise sollen an den Landschaftsräumen Gebäude so platziert werden, dass Sichtbezüge zu den Naturräumen möglich sind. Die Zentren sollen als solche auch erkannt werden und deshalb sollen dort hohe und besondere Architekturen platziert werden. Wie wohnt sich das mit all dem eigentlich im Blankenburger Süden? Egal in welchem der Teilquartiere man wohnt, man hat auf jeden Fall seinen eigenen Naturraum mit eigener Identität in unmittelbarer Nähe. Die hohe Gebäudemischung gewährleistet eine bunte Stadtgesellschaft, sodass ein Austausch möglich ist. Wohnt man im Zentrum des Blankenburger Südens, hat man die Gelegenheit, direkt in die Stadtteilbibliothek zu gehen oder dort auch seine wöchentlichen Einkäufe zu erledigen. Innerhalb des eigenen Blockes kann man entweder auf den Dächern Sport treiben oder aber man trifft beim Gärtnern auf seinen Nachbarn und tauscht sich mit ihm über die selbstgezüchteten Tomaten aus. Eine weitere Aufgabe war es, 40 Hektar im Gewerbegebiet im Gebiet vorzusehen. Auch hier ging es um eine hohe Diversität. So haben wir nicht nur ein größeres Areal im Westen, sondern auch kleinere Gewerbeinseln in den verschiedenen Quartieren vorgesehen. Die Frage dabei war, wie schafft man ein Gebiet mit urbanen Qualitäten trotz hohem Produktionsanteil? So haben wir das Gebiet in eine campusartige Organisation gebracht, wo sich verschiedene Werkstätten, aber auch Showrooms an verschiedene Platzsituationen im Gebiet aufreihen. Ein weiteres wichtiges Element ist der Wasserpark, welcher diagonal durchs Gebiet läuft und hohe Aufenthaltsqualitäten bringt. Dieser hohe Nutzungsmix, aber auch die Dichte, macht das Gebiet sehr lebendig. Uns war es eben wichtig, dass nicht nur die Bewohner, sondern auch die Nachbarn, zum Beispiel durch das Schaffen von verschiedenen Sport- oder Kulturangeboten, Lust haben, sich im Gebiet aufzuhalten. Wenn wir uns dem neuen Stadtteil von Süden her annähern, also vom Berliner Zentrum her, dann finden wir zuerst ein neues Quartierszentrum im südlichen Teil mit Bürgeramt und Stadtteilbüro, verschiedenen Dienstgebäuden und auch Nahversorgungsangeboten. Das ist das Zentrum, das auch den Eingang in das neue Quartier vom Süden her markiert. Ein zweites Zentrum, das weiter nördlich liegt und das vor allem das Stadtteilzentrum ist, das für die neu entstandenen Wohngebiete das Zentrum darstellt, ist geprägt vor allem von kulturellen Angeboten. Dort gibt es dann eine Stadtbibliothek, eine Galerie, Veranstaltungsräume und auch zusätzlich verschiedene gemeinwohlorientierte Nutzungen, die in der Nachbarschaft verstreut sind. Die einzelnen Elemente, die wir gerade gezeigt haben, also das neue Industriegebiet im Westen, das auch für die bestehenden und zukünftigen Bewohner zugänglich sein wird,
die neuen grünen und naturnahen Wohngebiete im Osten, das System an Klimakorridor, Stadtteilparks und kleineren Nachbarschaftsgärten ergeben dann zusammen den Blankenburger Süden.